Im Jahr 2015, also im vergangenen Jahr, ist eine stetig wachsende Zahl von Familien und Kindern aus Kriegs- und Krisengebieten zu uns nach Deutschland gekommen. Und sie alle suchen bei uns Zuflucht und einen sicheren Ort. Und die Bundesregierung rechnet vor diesem Hintergrund mit bis zu zusätzlichen 68.000 Plätzen, die in den Kitas geschaffen werden müssen für diese Kinder. Und nun stellt sich vor diesem Hintergrund für Pädagoginnen und Pädagogen und für die pädagogischen Fachkräfte in den Einrichtungen die Frage, wie können wir diesen Kindern und ihren Familien einen guten Start in den Kitas ermöglichen? Wie können wir sie dabei unterstützen und begleiten? Ich denke, wichtig ist, dass sich Erzieherinnen erstmal darauf besinnen, was sie schon seit vielen Jahren gut machen, um halt Kindern einen guten Start zu ermöglichen. Und der Schlüssel dazu ist die Eingewöhnung. Und ich referiere schon seit langer Zeit auch in dem Zusammenhang über das Berliner Eingewöhnungsmodell, was ich denke ich, da durchaus neben anderen sanften Eingewöhnungsmodellen auch sehr bewährt hat. Wo die Kernpunkte sind, dass es zunächst erstmal elternbegleitet stattfindet, dann, dass es auch in Phasen stattfindet und dass es also erstmal eine Ausgangsphase gibt, wo die Eltern gemeinsam mit ihren Kindern in der Kita sind, um den Kindern diese fremde Umgebung auch erstmal vertrauter zu machen und auch ein Stück ein kleiner Anker sein zu können in dieser Umgebung. Also die Eltern gehen nicht. Bringen nicht das Kind in die Kita und Richtig. verlassen dann die Kita direkt, sondern sie sind eine Zeit lang in der Ja, Kita genau. dabei. Wie lange dauert das ungefähr? Also das kommt da ein bisschen drauf an. Das ist auch vom Kind abhängig, also wie lange es die Eltern auch an seiner Seite braucht. Das klassische Eingewöhnungsmodell sagt, es geht erstmal darum, dass die Eltern mit ihrem Kind für die ersten 3 Tage kommt, für circa 1 bis 2 Stunden. Sich erstmal so ein bisschen umschauen kann und erstmal gucken kann, welche Erzieherinnen sind da, welche Kinder sind da, wie findet der Alltag so statt und dann aber auch gemeinsam mit ihren Eltern wieder gehen können, sodass sie das Gefühl haben, ich muss hier in dieser fremden Umgebung nicht alleine sein. Und erst am 4. Tag kommt es zu einer ersten Trennungssituation. Und auch da ist das Kind im Prinzip der Motor. Also es ist, das ist auch so ein Kern dieser besonderen Eingewöhnung, sage ich mal, dass geschaut wird, wie weit ist das Kind, ist es schon bereit, sich auch von den Eltern zu lösen, welche Signale sendet es aus, inwiefern nimmt es auch schon Kontakt zur Erzieherin auf. Und das heißt also, da wird sehr sensibel auch beobachtet. Möchte das Kind sich schon von den Eltern trennen, ja oder nein, bevor es dann nach und nach weiter ausgeweitet werden kann? Also du sagtest ja, es ist sinnvoll, sich zunächst mal auf Bewährtes zu besinnen, Richtig. darauf zurückzugreifen. Das klingt ja jetzt zunächst so, als wäre dieses Modell, und du hast das jetzt eben auch so Ja. beschrieben, durchaus geeignet, auch für die Gestaltung der Eingewöhnung der Kinder mit Fluchterfahrung. Jetzt ist die Frage, gibt es da noch besondere Dinge, die berücksichtigt werden müssen? Wie können die pädagogischen Fachkräfte da den besonderen Bedingungen und Lebensumständen dieser Kinder und auch ihren Erfahrungen gerecht werden? Was gibt es da zu beachten? Ich denke, wir haben bei den Kindern mit Fluchterfahrung zum Teil mit Kindern zu tun, die traumatisierende Situationen erlebt haben, sehr angsteinflößende Situationen erlebt haben und es da sicherlich auch abhängig davon war, inwiefern sie ihre Eltern als sicheren Anker erlebt haben oder nicht. Daraus lässt sich ja schließen, dass es sinnvoll ist, sehr genau hinzuschauen, nicht
ein Modell oder ein Verfahren oder eine Herangehensweise automatisch zu übertragen, sondern immer auch im Hinterkopf zu haben, es kann auch anders sein. Richtig. Es kann bei Familien oder bei Kindern mit Fluchterfahrungen nochmal besonders sein. Und selbst in dieser Gruppe dieser Kinder kann es individuell sehr unterschiedlich sein. Die Erfahrungen und dementsprechend auch die Reaktionen der Kinder. Richtig. Auf Trennung zum Beispiel. Richtig. Also wir müssen davon ausgehen, dass möglicherweise Kinder sehr angepasst reagieren, wo wir möglicherweise den Fehlschluss ziehen, dass sie schon so weit sind, sich von ihren Eltern zu trennen, weil sie nicht weinen in der Trennung und dahinter aber etwas ganz anderes steht, dass sie trotzdem unter massiven Verlust- und Trennungsängsten eigentlich leiden, aber gelernt haben, ihre Gefühle nicht offen zu zeigen. Mhm. Es gibt ja auch so Berichte von Fluchterfahrungen, wo beschrieben wird, dass den Kindern auf der Flucht eben sozusagen verboten wurde zu weinen in Trennungssituationen, weil es sonst gefährlich geworden wäre. Und es ist zu vermuten, dass dieses Verhalten möglicherweise dann übertragen wird. Richtig. In dieser Eingewöhnungssituation. Also gilt es, sehr individuell auf die Kinder zu schauen. Kannst du noch einen abschließenden Rat oder eine Empfehlung oder einen Gedanken oder eine Idee mitgeben? Ich denke, es ist sehr wichtig, offen und aufmerksam in diese ja doch auch möglicherweise ungewohnte Situation hineinzugehen und auch immer wieder zu versuchen, einen guten Dialog mit den Eltern zu führen, der sicherlich manches Mal auch an gewissen Sprachbarrieren hängen wird, aber gegebenenfalls sich da auch Unterstützung durch Dolmetscher zu holen, um auch ein Stück weit zu erfahren, was die einzelne Geschichte der einzelnen Familie ist, um zu gucken, wie man dort auch gut miteinander zusammenarbeiten kann und dann die Kinder gut gemeinsam im Blick behalten kann. Ja, ich denke, das ist ein guter Weg. Und vielen Dank für das Gespräch. Bitteschön.